Wenn ihr schon etwas Palworld gespielt habt, wisst ihr, dass ihr sehr viel Erz benötigt, um Gegenstände aus Metall herzustellen, wie Gebäude, Waffen oder Equipment. Also hier ein Tutorial, wie ihr sehr einfach, sehr schnell an sehr viel Erz kommt. Let's go. Leah's Mind. Und hier einmal kurz gezeigt, was ihr machen müsst. Ihr müsst ein Lager errichten, wo sau viel Erz vorkommt und dann könnt ihr bestimmte Pals nehmen, die das die ganze Zeit abbauen, sackenschnell und ihr kriegt super viel Erz. Und schauen wir mal, wie viel in meiner Truhe an Erz drin ist. Hier sind 462 Erzstücke drin, was mehr als 200 Metallbarren sind. Und ich zeige euch kurz, wie ihr jetzt so eine, ich nenne sie Camp Grinder, weil die grinden hier. Ich zeige euch, wie ihr jetzt so ein Grinder Camp euch errichtet. Als erstes müsst ihr einen Ort finden, wo eben so viele Erzvorkommen vorkommen. Und im Anfangsgebiet sind es eben diese vier hier. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr auf der ganzen Map, aber an die kommt ihr relativ schnell, wenn ihr das Spiel startet. Ich persönlich bin gerade bei dem hier. Bei dem hier finde ich, der ist zu nah an bereits einem Schnellreisepunkt, weil das Schöne an einem Camp ist, dass es auch ein Schnellreisepunkt wird. Und außerdem der hier und auch der hier unten, die waren viel zu eng für mich. Sehr gut ist, glaube ich, auch der hier oben. Dann hat man gleich einen neuen Schnellreisepunkt. Und ich glaube, da ist sehr viel Platz. Ich habe aber den hier genommen. Den mag ich auch sehr gern. Ihr könnt auch direkt euer Camp dort machen. Ihr müsst ja euer Camp nicht am Anfang machen. Ihr könnt direkt dahin gehen, relativ einfach, und dann hier euer allererstes Camp errichten natürlich. Dafür finde ich es aber nicht genug Platz dort. Deswegen, ich würde nur dort Erz farmen und sonst nichts anderes, weil so viel Platz ist da auch nicht. Und außerdem, für das erste Camp ist es ein bisschen übertrieben, denn am Anfang braucht ihr gar kein Erz. Ja, am Anfang braucht ihr noch Holz und Stein. Und dann so ab Level 10, 11 fängt es an, dass ihr langsam so Metallsachen herstellen könnt. Und dann braucht ihr wirklich Metall. Und zwischen Level 10 und 20 solltet ihr dann auch stark genug sein, um überhaupt hier locker hingehen zu können und noch weiter. Denn wir brauchen nämlich natürlich diese Pals hier, die hier so krass grinden, und die bekommt man nicht im Anfangsgebiet, da muss man ein bisschen weiter nach Norden. Ich war so zwischen Level 15, 20, als ich die mir hier gefangen habe. Und ihr seht, die sind so Level 18, 20, das heißt, ihr solltet stark genug sein, um ein bisschen kämpfen zu können, um die dann zu fangen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wo ihr diese Pals findet. Das eine, was ihr nämlich braucht, ist Dummut. Ihr seht hier Bergbau, Stufe 2. Und vor allem Dicktoys, das ist Bergbau Stufe 3. Also vor allem Dicktoys. Warum ihr aber auch Dummut holen solltet, sage ich euch dann. Zum Glück findet ihr beide an der gleichen Stelle, in dieser Wüste hier oben. Leider gibt es in dieser Wüste selber keinen Schnellreisepunkt. Am besten schaltet ihr einen Schnellreisepunkt hier oder hier frei, um dann immer wieder dahin gehen zu können. Denn vor allem, wenn ihr noch Low Level seid, werdet ihr Probleme haben, die zu fangen, und müsst ein paar Mal probieren. Um dahin zu kommen, empfiehlt sich natürlich, dass ihr bereits ein Flugperl habt. Ihr könnt natürlich auch hinlaufen und hinschwimmen und hingaloppieren, geht alles, aber natürlich hinfliegen ist natürlich am einfachsten. In der Wüste angekommen, werdet ihr relativ schnell welche finden wahrscheinlich, wird es jetzt gerade dunkel bei mir. Aber hier seht ihr schon, hier läuft ein Dicktoys rum, Level 23, ihr werdet auch welche auf Level 18 finden, vielleicht am Anfang nicht die da, Level 18. Vielleicht nicht direkt die Level 23er herausfordern. Aber selbst 18 solltet ihr schaffen, wenn ihr Level 15 seid, und da daneben auch direkt Dummuts. Level 19, Level 19. Solltet ihr genug Ducktoys und Dummuts gefangen haben? Ich würde empfehlen, ich habe hier 4 Ducktoys und 2 Dummuts. Ich kann inzwischen sogar schon 12 hier drin haben, aber ich glaube, wenn ihr wirklich Metall braucht, seid ihr auch schon so weit, dass ihr 10 Plätze habt. Also euer Lager ist auf Stufe 10 wahrscheinlich schon. Aber ihr könnt es von Anfang an machen mit nur 4 Plätzen frei natürlich. Dann solltet ihr euer Lager bauen. Baut eure Palbox natürlich so hin, dass das ganze Erz auch wirklich im Umkreis ist. Aber der Umkreis ist riesig, also sollte kein Problem sein. Dann ist ganz wichtig, dass ihr eine Truhe hinbaut, direkt neben der Palbox, so dass ihr beides erreichen könnt, ohne euch bewegen zu müssen. Seht ihr, ich stehe hier an der Truhe, aber ich kann auch mich rüberdrehen und die Palbox anklicken. Ihr müsst beides, ohne euch bewegen zu können, anklicken können. Denn ihr wollt verdammt viel Erz transportieren und das wiegt so viel, dass ihr euch nicht bewegen könnt. Und dann müsst ihr natürlich sorgen, dass eure harten Arbeiter natürlich glücklich bleiben. Also braucht ihr einen Futtertrog. Ihr braucht, ich hatte 2, aber ich glaube, einer reicht, denn die stellen sich einfach ineinander. Es ist vollkommen egal, wie viele essen. Einer reicht. Ihr braucht für alle natürlich Betten. Und ich habe, oh Gott, die sehen so süß aus. Ich habe 2 von diesen Whirlpools hier gebaut, weil es sind ja dann doch 10 Stück, die wir hier haben. Und meine sind die ganze Zeit relativ glücklich. Ich hatte am Anfang großes Problem, dass sie sehr hungrig waren. Denn diese fetten Burschen hier brauchen verdammt viel Essen. Deswegen, der Rest der Pals ist eigentlich nur dafür da, dass sie Essen machen für die harten Arbeiter. Deswegen habe ich noch 2 Bärenfelder. Und diese 2 reichen bisher.
Ihr könnt natürlich auch drei Felder einfach machen. Und dafür brauchen wir eben zwei, die transportieren, beziehungsweise die Früchte vom Feld nehmen. Das ist zum Beispiel Kativa. Kriegt ihr ganz einfach im Anfangsgebiet. Und hier auch aus dem Anfangsgebiet einfach Gumos. Die sind nur dafür da, um zu säen. Ihr könnt natürlich auch so Pals nehmen wie Lifmunk oder die Affen. Da ist das Problem aber, die wollen auch Holz fällen. Und die gehen dann die ganze Zeit los und fällen Holz, obwohl sie Essen machen sollten. Deswegen finde ich besser, wirklich nur welche zu haben, die Saat machen und welche dieses Ganze aufsammeln. Und dann halt noch Wasser. Und anstatt, dass ihr Wasserpals nehmt, die nichts anderes machen als Wasser, könnt ihr eben Dummuts nehmen. Dafür sind Dummuts gut. Dummuts, wenn ein Feld bewässert werden muss, dann bewässern die immer das Feld und hören auf, Erz zu sammeln. Und wenn ihr das so habt, könnt ihr einfach euch hier hinstellen und zusehen und warten, andere Sachen machen und die produzieren für euch ohne Ende Erz. Wenn ihr also das ganze Erz rüberbringen wollt zu eurem Hauptlager, stellt ihr euch einfach zwischen die Box und zwischen die Palbox und nehmt einfach all das Erz aus eurer Palbox raus. Klick. Ihr seid dann natürlich komplett übergewichtig. Aber dann dreht ihr euch einfach rüber zur Palbox, Schnellreise und geht zu eurem Hauptcamp zurück. Hier ist dann nur leider das Problem. Ihr werdet immer hinter der Palbox spawnen. Und hinter der Palbox kriegt ihr keine Box hin. Ihr werdet keine Box hier hinkriegen, die in Reichweite ist. Aber stellt eure Box trotzdem so nah es geht dahin. Ihr könnt jetzt nämlich einfach all das Zeug fallen lassen. Und vielleicht schafft ihr es sogar, dass ein Schritt reicht. Ihr könnt euch dann zwischen das Erz und der Box stellen. Und es reicht. Und ich kann meine Box aufmachen und all das Erz hier rüber tun. Und schon haben wir all das Erz in unserem Main Camp. Und dann, ihr wisst, ihr könnt dann einfach zu eurem Ofen gehen und könnt all die Metallbaren herstellen, die ihr wollt. Und mit 581 kann ich eben die Hälfte an Metallbaren machen, 290. Und das ist einiges, vor allem für den Anfang. Ich empfehle euch auch noch, ein olympisches Feuer zu bauen. Das olympische Feuer schaltet man frei auf Level 20. Das beschleunigt das Arbeitstempo von Feuererzeugung. Das heißt, es werden schneller Metallbarren gemacht. Und wenn ihr dann ein Feuerperl in eurem Team habt, wird dieses Feuerperl natürlich die Metallbarren für euch machen. Und wenn ihr es dann wirklich ernst meint mit den Dicktoys, dann würde ich euch empfehlen, die zu verstärken. Ihr könnt bei der Anubis-Statue einfach eure Dicktoys dann verstärken, indem ihr das Arbeitstempo natürlich erhöht. Dadurch arbeiten sie schneller, produzieren schneller. 15% schneller arbeitet der jetzt zum Beispiel. Das würde ich sagen, lohnt sich schon, weil Metall werdet ihr immer brauchen. Ihr könnt auch Dicktoys in euren Entsafter reinpacken und das wird dann das Level erhöhen von seiner Steinbruch-Bohrer-Attacke oder Fähigkeit. Das erhöht aber nicht das Level, mit dem sie automatisch das Erz abfarmen. Es gibt noch etwas Wichtiges zu sagen. Ihr könnt auf Level 19 ein Dicktoys-Stirnband freischalten und dann müsst ihr das natürlich herstellen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das nicht die Produktion erhöht von euren Dicktoys, die automatisch für euch arbeiten, sondern dass es für die in eurem Team. Wenn ihr nämlich Dicktoys im Team habt und dann rausholt, dann werden sie auch für euch Erz farmen. Und dann könnt ihr eben F gedrückt halten und dank des Stirnbands ist diese Attacke stärker. Das heißt, seht ihr, wie schnell der jetzt dieses Erz abbaut. Das ist unfassbar. Das müsst ihr aber manuell machen. Also natürlich, wenn ihr richtig viel Erz haben wollt, könnt ihr zusätzlich noch manuell euch an andere Stellen hinstellen und zack, bumm, ich bin überladen. Ich kann es gar nicht mitnehmen. Also manuell könnt ihr das auch noch machen, dann holt euch das Stirnband, dann levelt dieses Dicktoys so krass auf und ihr seht, wie viel ihr dann selber abbauen könnt. Aber das passiert halt nicht automatisch. Und wie kriege ich jetzt dieses Erz wieder weg? Das allein war 57 Erz, ey. Alter. Und das war's. Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr eine bessere Methode kennt, noch schneller Erz zu sammeln. Vor allem ohne, dass ihr was machen müsst. Ihr könnt in der Zeit einfach losgehen und die Welt erkunden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.